Hallo Leute, am 2.6.2020. Heute war es Ronja da. Bis um 4. Oder 10 nach 4. Und wir haben nicht viel gemacht. Wir haben die Nägel neu gemacht. Die sehen jetzt richtig cool aus. Das hat ungefähr 1,5 Stunden gedauert. Und sie ist schon um 12:30 gekommen und früher gegangen, weil sie für den Traktorführerschein angemeldet ist und da die erste Theoriestunde hatte oder den ersten Kurstag. Ja. Wir waren etwas draußen und haben getratscht und uns gegenseitig genervt und es war ganz lustig. Wir waren beide sehr müde. Ich bin heute auch sehr müde, obwohl ich bis um 11 geschlafen habe. Ja, es ist nicht viel passiert. Morgen habe ich ja sozusagen meinen freien Tag. Aber die Friseurin kommt und ich muss zu Christoph. Also nicht ganz frei. Aber nach 4 habe ich dann frei. Und bis um 3. Und oder 13:30. Und ich habe heute ein Gespräch mit Kerstin gehabt. Sie wird sich demnächst erkundigen, wie es mit den ambulanten Therapien weitergeht und ob ich demnächst auch wieder zu ihr kann. Scheibs ist jetzt kein offizielles Corona-Spital mehr. Und die Maßnahmen werden zurückgeschraubt. Aber das ist erst seit letzter Woche so. Und bis ambulante Therapien wieder laufen, kann es noch etwas dauern. Ja. Ich fühle mich eigentlich ganz okay. Etwas am absteigenden Ast, aber ich glaube nicht, dass das mit dem Effektin zusammenhängt. Es geht mir jetzt, seit ich es wieder nehme, mit den Angstzuständen auch besser. Ich habe nur teilweise so kleine Attacken, wo ich dann Magenschmerzen habe und so. Aber die dauern nur kurz an und sind relativ leicht in den Griff zu bekommen. Und sonst geht's mir aber eigentlich ganz gut und sehr ausgeglichen. Nicht so starke Stimmungsschwankungen, aber ich befürchte, dass das jetzt wieder bevorsteht. Mit dem Stress, mit den vielen Stunden von Claudia. Nicht, dass ich sie nicht mag oder so, ich mag sie sehr gerne. Aber ich glaube, dass mir das einfach zu viel wird. Und wir es dann abkürzen müssen. Und das halt mir nicht so gut tut. Aber man wird sehen. Am Freitag fahre ich ja zu Claudia nach Hause. Also sie holt mich ab. Und ich bleib so bis 8 oder so bei ihr. Wenn ich so lange aushalte. Und wir kochen zusammen, auf das freue ich mich schon. Und ich hoffe, sie spielt mir wieder auf der Gitarre was vor. Weil sie kann ganz schön singen.
Und das gefällt mir richtig gut. Und das finde ich auch angenehm und beruhigt mich ein bisschen. Ich mache mir ein bisschen Gedanken wegen dem Toilettengang, weil sie soll sich zwar ein paar Handschuhe mitnehmen, weil ich mir ja nach dem Stuhlgang den Po nicht selbst abputzen kann. Sonst falle ich vom Klo. Und damit wir darauf vorbereitet sind, falls es soweit ist, soll sie sich zwei Paar Handschuhe mitnehmen. Und Feuchttücher. Aber ja, das macht mir immer so ein bisschen Sorgen, weil ich finde das halt eine sehr private Angelegenheit. Und wenn dann wer anderer als meine Eltern mir dabei helfen, dann ist mir das immer sehr unangenehm. Aber es kann natürlich passieren, wenn ich nicht zu Hause bin. Obwohl es selten passiert, aber ja. Sonst mache ich mir halt ein bisschen Gedanken über verschiedene Dinge. Und ich habe mir, ich glaube, das habe ich gestern schon erzählt, dank meines Vaters einen großen Wunsch erfüllt und habe mir eine Louis Vuitton Handtasche bestellt im Sale. Um fast die Hälfte günstiger. Jetzt bin ich gerade am Gucken wegen einem Handy, weil ich mich nicht wirklich entscheiden kann, auf was ich jetzt upgrade. Ob aufs Note 10 oder Note 20, was jetzt kommt, oder aufs neue iPhone. Aber das neue iPhone ist mir irgendwie zu teuer. Es ist zwar ein gutes Telefon, aber für das, was es bietet, ist es mir eigentlich zu teuer. Und eine Apple Watch kann ich mit einem iPhone SE 20, 2020 auch verwenden, und das kostet nur in Anführungszeichen 479 €. Aber das wäre halt ein Handy mehr, was ich nicht wirklich brauche. Nur für die Apple Watch. Ich möchte mir jetzt mein iPhone verkaufen. So um die 600 €. Damit ich meinem Vater das Geld für die Louis Vuitton-Tasche zurückgeben kann. Und damit ich einen Teil sparen kann. Für ein neues Handy. Kommt drauf an, wie viel dabei rumkommt. Und ja, ich kann mich halt nicht wirklich entscheiden und weiß noch nicht, was ich tun soll diesbezüglich und wie sich die nächsten Monate gestalten, so finanziell und wegen der Homepage, weil das halt meine Haupteinnahmequelle ist. Auch wenn ich damit nicht viel verdient habe. Aber ein paar Euro im Monat waren es trotzdem. Und 180 €, das ist mehr als die Hälfte von dem, was ich im Jahr verdiene. Mit meinem Blog. Mein Blog hat auch halt auch nicht die größte Reichweite und ist rechtschreiblich oder grammatisch nicht ganz korrekt und sehr fehlerhaft, und damit kann ich nicht die großen Summen verdienen. Das ist mir schon klar, aber es sollte sich refinanzieren und
über die Hälfte der Einnahmen dafür wieder für die Website zu investieren. Scheint mir nicht logisch. Weil das gerade eine kleine finanzielle Spritze im Monat ist. Aber also nicht mal 20 Euro oder so im Monat. Und das kann ich halt woanders gut gebrauchen, aber wenn ich das im Endeffekt jedes Jahr wieder in die Website investiere, dann zahlt es sich halt auch nicht aus. Und jetzt mit dem Blog auf blogger.com bin ich zwar ganz zufrieden, aber ja, die finanzielle Vergütung ist halt auch nicht so hoch, auch wenn es nichts kostet, aber es ist halt nicht mit einer Website verbunden und in dem Sinn keine Werbung für mich, sondern nur für meine Artikel. Die werden zwar regelmäßig aufgerufen, aber da habe ich auch mehr Aufrufzahlen als auf einer Website. Aber die Vergütung ist halt viel geringer. Und ich habe das mit AdSense noch mal nicht ganz durchblickt. Wie ich darauf Werbung schalten kann und genug Geld verdienen kann. Es ist ja auch so, dass das Google ab 70 Euro auszahlt und diese Summe muss man mal erreichen. Das ist schwierig. Aber naja, sonst war mein Tag ganz angenehm und schön. Und meine Probleme werden sich schon irgendwie in Luft auflösen. Zumindest die nächsten Monate. Nach und nach. Aber ich kann jetzt eh nichts übers Knie brechen. Und was sich ergibt, ergibt sich. Naja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend oder Tag, wann immer ihr das Video seht. Macht's gut. Ciao, eure Ines.